Tja, wer auch immer sie sind. Sie wollen wohl in Ruhe gelassen werden. Ne, ich kann hier nicht klettern, okay. Na gut, dann muss ich ja doch dem Pfad folgen. Oh, ich habe gar nicht voll, sehe ich gerade. Von der grünen Gesundheit her. Muss ich ein bisschen sammeln. Ach, da ist ein Feuer, okay. Na gut, dann gehen wir mal da oben in die komische Ruine. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Was lieber? I need your haut. I'm sorry for killing, but I need your haut. Und Vogel anscheinend auch. Okay, ich kann ein Häher. Häherfeder. Noch ein Häher. Und weg ist der Häher. Ich weiß nicht, ob das so safe ist, wenn wir jetzt langlaufen, aber wir müssen ja hier lang. Da ist ein Fuchs oder sowas. Was haben wir hier? Ein Vorratslager. Und hier vorne liegt auch noch irgendwas rum. Ah, alles klar. Und noch ein Toter. Scheint auch von der Umruder geklatscht zu sein. Ein toter Dornrücken. Wie viel ein Händler mir wohl dafür geben würde. Muss ich ihn auch untersuchen? Manche seiner Teile sind verändert. Wie von einer Überbrückung. Mhm. Könnte von der Klippe gestürzt sein. Ich werde dem Weg weiter folgen. Von einer Überbrückung. Interessant. Eine alte Mine. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Das hieße... Die ja. Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Tja, fragt sie nur, wohin? Bist du sicher? Kommst du nicht auf die Idee, dass das hier eine Fabrik vielleicht ist? Wäre so mein erster Gedanke, ne? Huch, falsche Taste. Hier ein paar Pfeile. Dass das eher eine Maschinenfabrik ist. Okay. Mal sehen, wohin das führt. Pilz. Komm ich da lang? Achso. Da bin ich mal gespannt. Auf alle Fälle haben sich hier die Osram reingebuddelt. Warum auch immer die ihre Schienen mit Stufen verlegt haben. Schon ein bisschen dämlich, ne? Die Gleise sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang. Nee, aber da gehst du runter. Da unten ist nämlich die Kiste. Und überall heilende Beeren, beziehungsweise Pilze. Sachen für den Vorrat. Aus den Tiefen der Mine dringt Rauch. Eine Explosion? Ja, nicht nur das. Sie kamen also wirklich hier durch. Und Säure. Die saßen dann fest. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Säure, was ist das?
Lohebehälter. Oh. Okay. Oh, nicht gut. Junge, der hat aber Sichtweite jenseits von Gut und Böse, ne? Ich muss eine Brutstätte finden, um zu lernen, wie man Maschinen überbringt. Genau, eine Brutstätte. Gegen was war der nochmal allergisch? Kannst du ruhig aufstehen? Okay, besser. Autsch. Nachsehen, woher dieser Rauch kommt. Kommt der her? Ja, soll jetzt erstmal nachsehen, was hier noch so Schönes gibt. Also hier gab es viele Fallen, aber die haben mich ja sofort gesehen, die Viecher. So, da hinten ist noch ein Pilz. Ohne Kiste. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Ich weiß nicht mal, was so ein Vitalstängel macht. Okay, dann kann ich mich auch mal healen. Dann gehen wir mal gucken. Sehr viel Rauch. Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Das genug Ruhe, um Löcher in Berge zu sprengen. Und auf einem der Fässer ist ein Zettel. Das verstaue ich für später. Die Nachricht ist für Owend. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Owend ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Javad davon unterrichten. Naja, aber wenn hier eine Brutstätte ist, dann gehst du da gefälligst rein. Dann seilen wir uns mal ab. Ganz schön tief hier runter. Ja, wie jetzt? Das war's? Weiter geht's nicht? Gespaltener Fels. Ich komme tatsächlich nicht weiter. Ich dachte, hier wäre eine Brutstätte. Och man, aber es kommen anscheinend ja keine Viecher mehr nach. Gut, können hier sowieso nicht. Das war jetzt unnötig.
Ja, also, wer ist schuld? Olvind. Natürlich ist Olvind schuld. Olvind hat also heimlich in der Mine gesprengt, um sie restlos auszubeuten, bis Dornrücken dort einfielen. Vielleicht machten die Sprengungen ihnen den Weg frei. Aber woher? Ich mach mich bereit. Ja, toll. Ich wollte eigentlich ran. Kann ich aber nicht. Wieso komme ich da nicht rein? Oh, oh. Hauptsache, ich habe mich hier nicht festgepackt jetzt. Ach, von hier, okay. Habe ich gar nicht gesehen. Wollen wir testen, ob wir da rüberkommen? Ein toter Dornrücken. Die Gleise sind unter ihm weggebrochen. Ja, toll. Okay. Dann wissen wir jetzt, was Phase ist. Rein theoretisch sollten wir jetzt alle Dornrücken erledigt haben, ne? Würde ich mal behaupten. Gut, haben wir da noch irgendwas, was wir... Da kommen wir noch nicht hin. Das heißt, wir kommen auch noch nicht an den Turm. Dann gibt es hier noch was. Unbekannte Siedlung. Okay, im Steinbruch. Dann lass uns mal schnell zum Steinbruch. Zurück. Aber vielleicht können wir auch einfach eben schnell reisen. Wir haben ja noch genug Pakete. Ich glaube, wir können auch selber welche herstellen, ne? Ansonsten, ich höre schon wieder Schweine. Schweine! Ihr Schweine! Lass uns mal hier reingucken. Wenn da eine Siedlung drin ist, hier ist sowieso irgendwo ein Feuer. Der Steinbruch ist ja eh im Arsch. So, da ist das Feuer. Können wir gleich mal speichern. Und hier ist die Seuche. Und dann müssen wir da irgendwie hoch. Rotfallsteinbruch. Okay, da geht's hoch. Sehr dynamisch. 21 Meter, hier ist irgendwas. Ah, okay, Vorräte auffüllen. Zack. Das heißt, hier gibt es auch eine Werkbank, ne? Und eine neue Schriftrolle über Grünglanz. Wissenschaftliche Notizen, geschrieben in präzisen Kaja-Glyphen. Meine Forschungen zu den Kristallen verlaufen erfolgreicher als erwartet. Ich habe die Kamera nicht angemacht. Entschuldigung, hallo. Ich habe große Fortschritte bei der Frage gemacht, was Grünglanz ist und somit auch hinsichtlich möglicher Fundorte. Per Ausschlussverfahren konnte ich belegen, dass Grünglanz nicht innerhalb von Gestein entsteht, sondern auf der Oberfläche. Der Steinbruch und die nahe Mine haben mir umfangreiche Beweise geliefert, die diese Schlussfolgerung stützen. Die Annahme, dass Grünglanz durch enormen Druck oder extreme Temperatur entsteht, kann dementsprechend verworfen werden. Weiterhin habe ich ausreichende Beweise gefunden, um den religiösen Schwachsinn zu entkräften, Grünglanz sei ein Geschenk der Sonne oder entstehe auf mysteriöse Art aus grünem Zwielichtfeuer. Vielmehr treten ganze Grünglanzansammlungen an Orten auf, die die Sonne nicht erreichen kann.
zum Beispiel in unterirdischen Höhlen. Dementsprechend kann es als sicher angesehen werden, dass Sonnenlicht keinen Einfluss auf seine Entstehung hat. Allerdings scheint es einen Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von Grünglanz und Maschinenpräsenz zu geben. Die Hypothese, dass der Kristall ein Nebeneffekt von undichten Kanistern sein könnte, scheint sich hier zu bestätigen. Die örtlichen Osseram-Steinmetze scheinen dem zuzustimmen. Sie glauben, dass Grünglanz ausgehärtete Lohe ist, eine Substanz, die zugegebenermaßen gewisse äußerliche Ähnlichkeiten aufweist. Nächster Schritt, Ausarbeitung eines Experiments, bei dem ich versuchen werde, Lohe mit künstlichen Hilfsmitteln in Grünglanz umzuwandeln. Notiz an mich, vor Beginn der Tests feuerfeste Rüstung besorgen. Okay. So, hier haben wir ein kleines Lager. Und keine Werkbank. Keine Werkbank. Oh Mann, das ist traurig. Das ist richtig traurig. Ja, leckst mir doch am Arsch. Ja, da kannst du mir mal zünftig am Arsch lecken. Glaub mal, Schwein pfeift. Keine fucking Werkbank. Okay, wir wollen ja eh zurück. Oder wir müssen ja eh zurück. Nach Kettenkratz. Denn lass uns da mal hinreisen. Warte mal, wir können besser vom Feuer ausreisen. Das kostet nichts. Muck wieder eben. Und dabei können wir gleich noch ein Schwein erschießen. Guck mal, hier scheint irgendwie der Ursprung dieser Seuche scheint der Baum zu sein, ne? Aber hier sind noch tote Schweine. Ich glaube, ich brauche keine Erschießen dafür. Aber ich scheine auch nur Fleisch dabei zu haben. Wäre schön, wenn ich meine Pfeile auch wieder kriegen würde. Das ist wie so eine Radioaktivität, ne? Was haben wir da? Ein totes Wildschwein, okay. Also Tiere sterben hier definitiv auch drin. Die Frage ist, wie kann man das aufhalten? Und wo kommt es überhaupt her? Das Schwein müsste auch gleich tot sein. Rein theoretisch, aber gut, ich lasse das Schwein mal Schwein sein. Und mache eine Schnellreise. Kostenlos. Nach hier bitte. Reisen. Reisen heißt auch uns überreden zu pfeifen und woher dies nach fahrlich zu bringen. Die Ladezeiten, ne? Die sind enorm geil. So, Werkbank. Dann sagte der Eber, wieso? Aber vielleicht sollte ich erstmal warten. Bevor ich jetzt Upgrades mache, weil wenn hier gleich wieder gearbeitet werden kann, dann kann ich mir vielleicht auch Dinge kaufen, ne? Jetzt ist die Frage, was war jetzt? Zu Javad. Und Ulf. Ich gehe erstmal mit Javad reden. Javad auf die Freund. Leiterin, gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Du glaubst doch nicht, dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Ich muss gehen. Natürlich. Wenn ich herausfinden will, wo die Dornrücken herkamen, muss ich weiter nach Westen. Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Ach so, meinst du das? Ja, aber jetzt sind die hier weg. Jetzt können die ja hier wieder arbeiten, dann kann ich vielleicht auch mal Sachen kaufen, ne?
So ist der Plan. So bin ich planend. Ah, du bist ja noch hier. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als 2 Tage. Nein, du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osseram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du's jetzt, oder ich mach's. Ha, ich wusste, dass du es schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridium hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du! Was? Die Pfeife soll ertönen. Captain Kratz ist wieder im Geschäft! Großartig. Yay! Und Alvent hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Yeah! Das ist schon besser! Yeah! Aha! Ja! Ja! Yeah. Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Dich war gut. So, Händler sind jetzt verfügbar. Du kannst neue Ausrüstung kaufen, deine Rohstoffe auffüllen und an Händler unbenötigte Objekte verkaufen. Objekte in der zu verkaufenden Wertgegenstände, Kategorien kannst du immer gut verkaufen. Es gibt viele verschiedene Arten von Händlern. Näher verkaufen, schützende neue Outfits, Jäger verkaufen starke neue Waffen, Kräuterkenner verkaufen wertvolle Tränke, Köche verkaufen Nahrung, die die Fertigkeiten stellt. Andere Händler haben ihren eigenen einmaligen Vorrat. Geh zu einem Händler, wenn du ihm begegnest. Weißt du, was wir brauchen? Wollte ich ja schon längst. Wenn die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wardis nach Fahrlicht schicke. Ja, na endlich. So, jetzt kommst erstmal du. Ich habe hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht so was Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Lass dir Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen. Okay, Werkzeuge. Schnellreise. Okay, Werkzeuge sind so solche Sachen. Rohstoffe brauche ich nicht. Waffen wäre ganz sinnvoll. Feuerjägerbogen. Kriegerbogen. Mhm. Und der Scharfschussbogen. Okay. Hat keine Vorteile. Vergleichen. Der Feuerjägerbogen mit meinem Jägerbogen. Maximalstufe. Mhm. Ach, der Scharfschussbogen ist anstelle der Frostsprengschleuder. Okay. Dieser Bogen, den man auf den Schüsseln von Rheinklang findet, verfügt über eine langsame Feuerrate, feuert aber präzise und mächtige Schüsse über Distanz ab, die Bauteile zerstören können, anstatt sie nur abzureißen. Naja, Zerstörung. 75, 38. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Was kostet das Ding? 127 plus ein Stürmerzirkulator. Okay, Dornrückenzirkulator. Also den Feuerbogen würde ich auf alle Fälle nehmen. Ja, einer reicht, danke. Ich brauche nur einen. Ich kaufe den erstmal. Den Kriegerbogen. Okay, die ersetzen beide die Frost. Dingens. Kostet 149, den kaufe ich auch. Und den, weil ich einen Stürmerzirkulator habe, kaufe ich den auch. Zack. Verkaufen.
Ich glaube, den normalen Jägerbogen brauche ich da nicht mehr, ne? Den hier. Aber ich werde doch auch normale Pfeile mit dem Feuerjägerbogen verschießen können, oder? Ich behalte den mal noch. Ich behalte mal noch Waffen. Rohstoffe. Zu verkaufende Wertgegenstände. Dies ist alles nur zum Verkaufen, ne? Zum Verkauf markieren. Ein Herz. Kann ich... Ja, ist nur zum Verkaufen. Okay. Also alles, was zum Verkaufen ist, kann verkauft werden. Tschüss. Und weg mir die Scheiße. Dornrückenstoßzahn. Waffen und Outfits verbessern oder für Metallscherben verkaufen. Okay. Und Upgrade-Rohstoffe verkaufe ich sowieso nicht. Beutel-Upgrades auch nicht. Komm gerne wieder. Und bin ich endlich dran? Dein Hammer. Bei dir kann ich leider nichts machen. Eine Munition, die Feuerschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne den Gegner mit deinem Fokus, um herauszufinden, ob sie feueranfällig sind. Sie mit Feuer zu treffen, baut ihren Brandzustand auf. Sobald dieser Zustand aktiv ist, werden sie in Brand gesetzt und erleiden Schaden über Zeit. Triff Lohebehälter mit Feuerpfeilen, um sie zu sprengen und eine große Elementexplosion auszulösen. Ja, alles klar. Kriegerbögen sind schnell feuernde Bögen für kurze Entfernungen. Im Gegensatz zu anderen Bogentypen verursachen sie auch den maximalen Schaden, wenn sie nicht vollgespannt sind. Verlieren aber bei längeren Entfernungen schnell an Präzision. Nicht vergessen, Feuerelementpfeile, um Kanister des gleichen Elementtyps zu sprengen. Willst du da stehen bleiben? Ohne Hammer kann ich nicht arbeiten. Okay, dann lass mich mal ganz kurz gucken. Kann ich die auch zuordnen für mich jetzt selber? Müsste eigentlich, oder? Dass ich jetzt sage, den Feuerjägerbogen ausrüsten. Ah ja, okay, das geht. Den mache ich dahin. Den Kriegerbogen, den mache ich dann dahin. Und den Präzisionsbogen, den mache ich dahin. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Waffen gibt. Aber das halte ich... Scharfschussbögen sind äußerst fair. Sie sind beim Abfeuern aus der Bewegung heraus weniger präzise und können nicht beim Gleiten verwendet werden. Elementpfeile um. Feuere Elementpfeile um Kanister des gleichen Eventtyps zu sprengen. Ja, weiß ich. Darf ich jetzt mal? Bitte? Okay, jetzt haben wir hier Feuer. Mir wäre es aber lieber, wenn wir die Feuerpfeile auf einen. Wenn wir alle drei Elemente auf einen Bogentyp beschränken könnten. Das wäre ganz nice. Krieger und Präzision habe ich nur 6. Okay. Dann habe ich erstmal bei denen als hauptsächlich. So, dann noch Dings. Rüstung, Outfits. Osram Entdeckerin oder Nora Jägerin. Was ist denn besser? Im Vergleich beim... Ich habe jetzt Nora gesalbt.